Hallo und herzlich willkommen wieder hier erneut zu einem neuen Let's Play, diesmal mit dem frisch erschienenen South Park die rektakuläre Zerreißprobe. Der zweite Gaming South Park Teil mit The Stick of Truth hatten wir bereits im mystisch-mittelalterlichen Setting uns herumgeprügelt. Nun geht es in Richtung der Superhelden. Und mit Cartmans Plan, der Franchise-Budget-Eroberung mit Billionen an Money, wollen wir doch mal schauen, ob er seinem Ziel vielleicht in entferntesten nahe kommt. South Park natürlich wieder mit dem gewohnten Humor, bei dem die Großeltern einen mit Bratpfanne und Gehstock aus dem Haus jagen würden. Und ich bin jetzt schon super heiß, aber vorher noch ein ganz großes Dankeschön an GamesPlanet hier an dieser Stelle, meinem Partner im Gaming-Bereich, die mir dieses Spiel für euch zur Verfügung gestellt haben. Wenn ihr mich vielleicht auch unterstützen wollt an dieser Stelle, unten in der Description ist ein Link, mit dem könnt ihr dort Spiele erwerben und unterstützt mich damit passiv. So, genug des Intermezzos, dann wollen wir uns doch mal anschauen, was South Park die rektakuläre Zerreißprobe für uns zu bieten hat. Neues Spiel. Laden. Wenn es dir schwerfällt, Kämpfe zu gewinnen, dann versuche einfach besser zu werden. Gut. Alle Charaktere und Ereignisse in diesem Spiel, auch die, die auf echten Personen basieren, sind frei erfunden. An dieser Stelle nochmal angemerkt. Das war viel zu schnell, als ob man das überhaupt lesen könnte. Oder sollte, vielleicht besser gesagt. An dieser Stelle Ubisoft präsentiert South Park. Ubisoft San Francisco Production. Ten years later, in Zusammenarbeit mit Osaka und Massive Entertainment. His South Park Digital Studios. Kommt noch was? Oh, eine Katze. Ungefähr. Ein bisschen. Oder Crack? Vielleicht? Dope? Hm? Keine Ahnung. Scrambles. Was ist nur aus dieser Stadt geworden? Hier herrschte mal Recht und Ordnung. Das war einmal. Das Verbrechen wütet. Katzen verschwinden. Die Bürger werden zu Opfern. Oh, hey! Wer hat vor meine Tür gekackt? Was schreist du denn so? Wir hätten sie schützen sollen, die schutzlosen Bürger. Runter vom Auto, du kleiner Pisser! Aber politische Differenzen hatten die Superhelden gespalten. Wir sind zwei Lager im Krieg. Aber Krieg wird unsere Stadt nicht retten. Eine Zeitreise ist meine letzte Hoffnung. Mythen erzählen von alten Zeiten. Von einem König, der sein Reich einte, das von einem mächtigen Stab zerrissen worden war. Hallo, Schatz. Schnauze, Mom. Keine Zeit zu verlieren. Ich reise in die Vergangenheit, verändere die Gegenwart und finde die Katze. Und vielleicht kann ich auch so ungeschehen machen, was aus uns geworden ist. Dann wünschen wir in South Park The Fractured Butthole, Butthole, gerade mir doch mal jede Menge Spaß. So, sind wir erstmal im Charaktereditor, mit dem schlage ich mich gerade ein bisschen rum und gebe euch noch die Hintergrundinformationen. Habt ihr The Stick of Truth gespielt, könnt ihr da ein bisschen Kleidungszeug mit rüber importieren. Ich habe leider kein Savebank Game und Co. gerade auf dem Rechner, dementsprechend fällt das bei mir gerade mal flach. Und meine Fresse, den können wir ja sehr verweiblichen. Was nehmen wir denn da? Das sieht doch mal nicht schlecht aus. So, Farbe ändern kann man auch. Uiuiui. Also die Farbpalette haben sie da ja mal gewaltig aufgebohrt. Dann nehmen wir doch einen kleinen Rotschopf. Und adapt. So, das war die Haare. Make-up. Das. Okay. Gut. Lassen wir. Bärte. Ach, ein wunderbarer Bart. Das ist ein wunderbarer Bart. Den muss man jetzt natürlich auch noch etwas verrötlichen. Etwas, dass es passt. Oder so. Oder so. Na, nein. Lieber ein bisschen dunkel. So. Axis war's und Kleidung. Ist es eine Brillenschlange? Es ist eine Brillenschlange. Kleidung. Ein weißes Cape oder ein schwarzes? Ein schwarzes. Und die Kleidung ist erstmal egal, wir suchen uns sowieso was Neues. So, Hände noch ein bisschen, dass wir wissen, dass wir mit unseren giftgrünen Händen auch was anfassen und das unter uns einfach wegätzt. So, Schwierigkeit. Das finde ich jetzt etwas schon sehr, fragwürdig.
der klassische schwarze Keine Humor. Keine Sorge, das wirkt sich nicht auf den Kampf aus, nur auf dein ganzes restliches Leben. Und prinzipiell bin ich ja sehr dafür, einen schweren Modus zu spielen. Jedoch gibt es hier tatsächlich den Hinweis, nicht nur, dass das Geld zu wenig ist, manche Charaktere behandeln dich dementsprechend auch deiner Hautfarbe entsprechend in diesem Spiel. Ist auch Parkour eben. Weniger Geld. Schwerer. Weniger Dialoge. Ich möchte aber Dialoge haben, dementsprechend würde ich behaupten, Gott, sieht er krank aus. Geh mal hier in den Mittelfeldbereich, mal nicht in den sehr schweren. Einfach nur, weil ich halt eben gerne auch alle Dialoge eigentlich hätte. Oder haben möchte. Ich gehe mal davon aus, dass der Mittelbereich noch akzeptabel ist. So, erstellt. Sie sind überall! Lass sie nicht zu unserer Basis! Zu spät! Sie haben das Kastell gestürmt! Ah! Sie haben die Basis! Schlag sie zurück! Auf die Mauren! Ihre Rüstung ist zu stark! Sie tragen Fahrradhelme! Wo ist der König? 3,50 in Bar. Das ist Ubisoft ein bisschen so ein Nebenteil, was man sich hier noch holen kann, genauso wie zum Beispiel Assassin's Creed Kostüm, aber dafür braucht ihr die Ubisoft-Punkte, könnt ihr zum Beispiel durch dieses Spiel freischalten und dann das dementsprechend freischalten als Belohnung. So, aber erstmal müssen wir jetzt hier als König unser königliches Geschäft verrichten. Drehe für den richtigen Punkt zu finden und dann zu starten. Halten. Halten. Oh, da drückt's. Oh, da drückt's. Und jetzt ein Nachrichtenshuffle. Way! Und rauszwicken. Ah, tut ja weh! Way, hier ist in der Kackmeister. Hat sie gerade Valamogula gesagt? Oder sowas in die Richtung? Okay, keine Ahnung, was das ist. Wir sollten froh sein, dass er hier schon so schnell Freunde gefunden hat. Wir sind hier untergetaucht. Da machen neue Freunde nur Probleme. Du bist ja paranoid. Hör auf mit dem Scheißzeug. Es verändert dich. Oh, dieses Scheißzeug ist aber das Einzige, was das unerträgliche Scheißdasein mit dir erträglich macht. Oh, hallo, mein Schatz. Ich hab dich gar nicht gesehen. Deine Freunde sind unten, Spätzchen. Los, geh spielen. Ja. Na, das nenne ich mal eine Super Family. Da ist, freut es einen, doch nach Hause zu kommen. Was zum Teufel ist das denn? Sieh mal, du hast ein Handtuch dabei. Hey Mann, ich bin Tauli, dein Spielkamerad. Ich werde dir ab und zu Tipps geben, weil, naja, wer mag denn keine Tipps, stimmt's? Na gut, wir sehen uns später. Ciao, ciao, Tauli mit der Mariana-Schürze. So. Was haben wir da? Batterien, Schrott gefunden. Schauen wir uns mal ein bisschen bei Papa um. Oje. Oh, na, 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 na. Was hat er denn da? Okay. Was wird er der? Es sieht etwas aus, eigentlich wie ein Brownie. Dü-dü-dü, das ist unser Zimmer. Und hier in den Toys findet man so Bonus-Belohnungsgegenstände. Zum Beispiel das, was ich hier erworben habe, die Kristallkondensatoren und Tachyonenmatrix, Technikzeug, genauso wie Rezepte dazu und ein paar Schrottsachen, die ich mir direkt mal geholt habe, damit man ein bisschen im Crafting sich mal auch austoben kann von Beginn an. Aber wir schauen uns jetzt auch erstmal im Zimmer um. Was haben wir denn da? Das sieht aus fast wie ein Dildo. Und schade, wir dürfen nicht auf dem Rechner irgendwas spielen. Der Goldfisch hat, glaube ich, auch schon genug gefuttert und ein bisschen im Teich von Springfield gebadet. Dip, 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 dip. Welche kann man nichts machen? Was haben wir hier? Einschalten. Gamesphere. Updating. Ah, 24%. Schrott in der Schublade.
im Wandschrank, Klebeband, Labschaum. Oh. Der ist immer gut zu gebrauchen, um sich irgendwelche Cosplay-Sachen herzustellen. Dann aber erstmal nach unten. Geil. Animation for the win. Mama ist am Heulen. Hallo Mama. Meine Freunde stehen vor der Tür, Schatz. Geh raus zum Spielen. Alles gut, Schatz. Ich hab noch was im Auge. Ich weine nicht. Ich lache. Lass mich, Schatz. Mami muss jetzt weinen. Jetzt, weil wir sie angesprochen haben. Oh mein Gott. Alles gut, Schatz. Wir haben Mama zum Weinen gebracht. Tortilla, Dosen, Laktosezeug und so weiter. Ich habe es jetzt gerade gar nicht aufgepasst, muss ich gestehen. Aber gutes Zeug und Nahrung ist hier natürlich Heilungsmittel. So, was ist da mit dem Keller? Da können wir gar nicht rein. Schade. Noch ein Fernseher. Und Mama heult und geht uns ein wenig auf die Nerven. Lithium-Akku und dann haben wir noch Money bekommen und ab nach draußen. Herr, die dreckigen Mauren wollen Castell Cooper in ihre Gewalt bringen. Du musst kämpfen, Herr. Wir brauchen dich. Bringt mir mein Pferd und Schwert und Rüstung. Wo willst du hin, Herr? Das ist das Ende der Welt. Echt? Das Ende der Welt kannst du nicht überschreiten. Ach so, deswegen, das ist das Ende der Welt. Alles klar, danke. Butters. Wie kann ich helfen? Gerade in die Stadt gezogen und wirst gleich König? Ich glaube, ja, du bist eine kleine Muschi. Gib dem Mauren eins aufs Maul, Herr. Ja, lass dir das nicht gefallen. Bam. Kampfvorteil. Vorwärts kann ich. Erteil ihnen eine Lektion. Okay, erteilen wir eine Lektion. Okay, Hexfeld diesmal. Drücke X, um deine Kraft auszuwählen. Ziele auf einen Gegner. Drücke A, um deine Kraft anzusetzen. Ich habe nur einen ganz normalen Schlag, okay? Ich habe ein ziemlich mieses Gefühl. Bam! Kräfte mit Rückstoß können zusätzlichen Schaden versuchen, indem sie Gegner in einen anderen Gegner oder Verbündete oder Objekte schleudern. Mal sehen, wie dir das gefällt, König. Ah, da kommt er und hittet mich für Minimalschaden. Wow. Hau sie weg, König! So, und erneut. Ein Schlag. Gib ihm. Kritisch. Blaues Auge. Mindestens. Wow. Wir können ihn nicht aufhalten. Mach die Wand des dunklen Hofs bereit. Wow. Hast du gesehen, wie krass der König ist? Niemand ist so stark wie er. Oh mein Gott. Du schaffst uns nicht alle. Ja, hau nur ab. Greifst du einen Gegner zuerst an, erhältst du einen Kampfvorteil, wodurch du zuerst am Zug bist. Die vollständige Kampfreihenfolge wird in der Zeitlinie unten rechts angezeigt. Roger, die verschiedenen Kräfte wirken auf unterschiedliche Bereiche des Schlachtfelds. Oh, das ist natürlich immer schön mit Flächenschaden. Du siehst die Reichweite deiner Kraft in der Grafik unter ihrem Symbol. Hey, nicht weg angewiesen! Nee, der König hat einen Kampfvorteil, der darf zuerst. Okay, ja, das ist in der Tat eine sehr interessante Fähigkeit und ja, wir sehen, in welcher Reihe das Ganze funktioniert. Dann nehmen wir die zwei doch mal aufs Korn mit einer Furzkanone. Zeig's ihnen, König! Das ist ja unmenschlich! Macht nichts, sind ja nur die Bösen! Stimmt! Weiter, König! Wah, wah, wah. Die Mauren sind unaufhaltsam! Und das hat jetzt aber eine Runde Wartezeit. Aber wir wollen natürlich ein bisschen den trotzdem aufs Maul geben. Der hat 40, der hat 40, der hat noch 70. Ja, dann hauen wir dem da erstmal eine runter. Oh Mann! Die Mauern werden siegen! Das kitzelt den König nicht mal! So, jetzt könnte ich natürlich im Hintergrund den wieder gegen den anderen schleudern und gib ihm. Ein kühner Hieb, König! Und der Maurer zieht sich irgendwie seltsamerweise zu uns ins Feld gezogen. Gib ihm. Batz. Loser! Los, wir müssen ins Kastell! Geh zur Seite oder stirb! Wir gehen durch diese Tür! Niemals!
Ach ja, und warum nicht? Das alles hier vorne ist Lava. Oh Mann, echt jetzt? Das ist alles Lava? Ja, alles von hier bis da ist Lava. Da könnt ihr nicht durch. Zack! Los jetzt, gehen wir rein. Geht nicht, die sagen, alles vor der Tür ist Lava. Oh, das ist voll unfair. Was machen wir jetzt? Was macht ihr jetzt? Ihr sterbt! Lasst den Drachen los! Wow. Ein Drache? Wir sind am Arsch. Das ist der Drache, der brüllt. Ein süßes Brüllen. Und der Drache hat ein kräftiges Fell zum Angreifen. Rätsel in einen Hinterhalt gehört dem Gegner automatisch der erste. Er ist sauer. Ach nein. Oh Mann, ist der immer noch nicht tot? Gut, wir haben eine neue Fähigkeit, aber die ist noch nicht freigeschaltet. Aber wir wollen jetzt erstmal die Furzkanone auspacken. Wow, hat er gerade einen Drachen angefurzt? Ja, auf jeden. Die gestreiften Felder zeigen die Schadenszone eines bevorstehenden Angriffs an. Verlass diesen Bereich, um nicht getroffen zu werden. Bleib bloß den Feueratem aus! Bleib nicht da stehen, wo er dich erwischt! Wenn du bereit bist, deinen Zug zu wenden, halte Bescheid. RB. Ach, unser König ist ausgewichen! Ach, verdammt! Okay, wenn ihr Feueratem kriegt, dann kriegt unser König den Hammer der Gottesherrschaft! Hammer der Gottesherrschaft! Hält den König an! Auto! Auto! Runter von der Straße, Drecksplagen! Okay! Sehr gut inszeniert. Wie ich gerade sagen wollte, keiner hält den König auf, er ist allmächtig! Welcher Lief! Oh, Kacke! Drachentöter! King Douchebag! Dragonslayer, nice! Oh mein Gott, er hat den Drachen besiegt! Unglaublich! Das Kind ist der Wahnsinn! Wah, wah, wah! Und nun? Sind sie alle abgehauen. Nice! Vielleicht gibt es einen Weg durch die Garage, mein Herr! Wenn es einen Weg durch die Garage gibt, wird der König ihn finden! Wah, wah, wah! Ja, nur der König kann den geheimen Weg durch die Garage finden, also falls es einen gibt. Ja, nur unser unendlich weiser König kommt an dieser unüberwindlichen Barriere vorbei. Wow, hast du gesehen, wie krass der König ist? Ich zerschlag die Eier. Pap, 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 pap. Eure Hoheit, benutzt deinen unvergleichlichen Intellekt, um hineinzukommen. Das kann man noch anhalten. Ich will mit dem Drachen spielen. Schnell geht's hier lang. Ah, Langweiler. A drücken, um zu bewegen. Also. Schnell, mein Herr, Sie brauchen Hilfe! Okay, da geht's leider nix. Oder muss ich vielleicht so rum? Nein. Wow, König Saftsack ist so ein guter Kämpfer. Habt ihr gesehen, wie er die Leiter hochgeklettert ist? Er ist wirklich der mächtigste König aller Reiche. Scheiße, er ist Wahnsinn. Ja. Ich dachte, der König macht einen coolen Stunt, aber dann kann nur das. Ja, ich bin tot. Du bist tot. Geil. Was ist mit dem Stab der Wahrheit geschehen? Der Zauberer ließ ihn ins Meer werfen. Lügner, du wirst den Zorn der Mauren spüren. Rührt ihn nicht an, ihr Heiden. Gebt den Wagen frei, sonst bekommt ihr es mit dem König zu tun. Der König. Es heißt, er tötet Drachen mit nur einem Hieb. Ganz recht. Und wenn ihr nicht... Moment. Wo ist der Zauberer? Ich dachte, er wäre bei euch. Nein, wir haben vorhin einen Notruf von ihm bekommen. Der Zauberer ist fort. Mein Name ist Kuhn, ich komme aus der Zukunft. Hey, wir wollten das nicht mehr spielen. Ja, wir sind verfeindet, was soll das? Ich sag's euch. In meiner Zeit herrscht das Verbrechen und Katzen verschwinden. Ich muss das Team wieder zusammenbringen. Hey, nicht einfach das Spiel wechseln, wo ist der Stab der Wahrheit? Halt's Maul mit dem Scheißstab.
Eine Katze ist in Not, mit der wir das neue Verbrechersyndikat finden. In der Zukunft. Syndikat? Klingt eine Nummer zu groß für Coon & Friends. Willst du etwa, dass die scheiß Freedom Pals die Katze finden, $100 einstreichen und ihr Superhelden-Franchise berühmt machen? Fick die Freedom Pals, Alter! Genau. Schatzi Pups, es klingelt ganz laut in deinem Spielzimmer im Keller. Der Coon-Alarm. Kommt, Coon-Freunde, holt euer Zeug und meldet euch im Coon-Versteck. In der Zukunft. Coon & Friends sammeln! Sorry, ihr könnt nicht mitspielen. Wir sind jetzt Superhelden und ihr Loser. Okay. Mich hat niemand gefragt, ob ich Superheld spielen will. Oh. Wir könnten alle zu mir gehen und deprimiert Löcher in die Luft starren. Meine Eltern haben was gegen Synthetik, also wird das nichts mit einem coolen Heldenkostüm. Wir könnten ja auch was ohne die spielen. Zum Beispiel, keine Ahnung. Ich bin Depri. Ich wollte lernen, wie man Pfeile befiedert. Ich schließe mich vielleicht einer Gang an. Das könnte der Arschtritt sein, den ich brauche. Meine Eltern haben was gegen Synthetik. Wir könnten ja auch was ohne die spielen. Zum Beispiel. Oh, wir dürfen das Zelt sogar noch erkunden. Schauen wir doch mal, ob wir da noch vielleicht irgendwelche Reste finden, die man mitnehmen könnte. Das alles wollen wir einfach hinter uns lassen. Weil die Zukunft ruft. So ein Mist aber auch. Hm. Was machen sie mit der Festung? Zerstören? Liegen lassen? Besen? Rock of Insanity? Ja, das ganze Zeug, was wir uns erobert hatten, ist. Ich glaube, ich gehe nach Hause Star Trek Bridge Crew zocken. Mich hat niemand gefragt, ob ich Superheld spielen will. Dann geh du mal Star Trek zocken. Und wir sehen uns wieder im nächsten Part und werden dann mal schauen, was Cartman denn von uns will. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Sayonara.